Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren saftigen Episode Let's Play Ranch Simulator. Wieder natürlich zusammen mit der lieben Sarah. Hallo. Hallo. Und selbstverständlich ist Simuku da. So und nicht anders. Und ihr seht, was wir vorhaben. Wir brauchen Eisen. Holz haben wir da. Eisen brauchen wir ohne Ende. Ja, wenn man 100 Eisen holt, kommen wir damit hin. Das sind 96, wenn ich mich nicht vertan habe. Ja, 96 müssen es sein. Auf jeden Fall Eisen müssen wir holen. Und wir haben das Chaos, was ich so ein bisschen verursacht habe. Es tut mir echt ein bisschen leid, muss ich sagen. Letzte Folge absolut Chaos, Alter. Ja, auf jeden Fall haben wir die ganze Nacht damit verbracht, dieses Chaos zu beseitigen. Dann mussten wir, Sarah hatte ja noch den Bienenbug, das Game neu starten. Wir beide, weil Sarah dann nicht mehr connecten konnte. Und ach, hört mir auf, was ein Chaos auf jeden Fall. So, der erste Käse von The Muku ist natürlich auch schon fertig. Ich nehme auch mal gerade die Eartags mit. Ich würde ganz gerne die Kühe benennen, wo wir gerade dabei sind. Und dann geht auch schon der Tag wieder los. Ich habe vorhin schon die Bienen einmal kotzen lassen. Und wir haben auch noch Nahrung. Und jetzt wird halt Geld rangeholt, A, um den Kredit zu bezahlen. Aber es wird jetzt auch das Geld dann gespart, würde ich sagen, um in die Landwirtschaft noch ein bisschen einzusteigen. Ne? Um halt... Ja. Mal ein paar neue Inhalte zu zeigen. That's it. Ich laufe hier übertrieben den Umweg. Ist gar nicht nötig, aber egal. So. Du heißt Walright Mu. Hatten wir uns gemerkt. Die braune ist Walright Mu. Weiße nennen wir Muku. Walright Muku. Ja, es geht wieder los. Ares hat wieder seine Kühe. So, der Bulle. Wir bleiben der Tradition treu. Du bist der Bulle, ne? Du hast Klötze, genau. Du hast Klötze. Du heißt Scrow. Mit W. Wie wollen wir unser braun-weißes Fleck finden? Brownie. Und Brownie. Ja, aber die ist nicht komplett braun. Ist braun-weiß. Die sieht, Brownie die mit sieht eher aus wie diese Paula Muku, weißt du? Ich glaube, das ist eine Paula. Ja, Paula. Paula. Aber wenn wir wieder eine braune kriegen, nennen wir sie Brownie. Okay, ja. Paula. Damit haben wir unsere Kühe benannt. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Außerhalb der Aufnahme habe ich nochmal eine Melkung gemacht. Eine Kanne, instant voll. Und ich glaube, das ist ein Resultat, damit kann man arbeiten. Ah, oh, Sarah verarbeitet schon Holz. Oh, ich mag, wie die Frau arbeitet. Ich mag das wirklich, die denkt mit. Oh, ist das schön. Ich habe sogar schon im Gewächshaus neue Sachen eingepflanzt. Ja, sehr schön. Ja, da musst du dann halt echt drauf achten, dass das flutscht, ne? Ja. Also, Finanzen sollten künftig nicht mehr das Problem sein. Denk noch dran, dann deine Ziegen abzumelken, ne? Dass wir hier nichts verschwenden. Ja. Apropos verschwenden. Haben wir voller Entsetze festgestellt, scheiße, die spawnt. Mhm. Ist ein Problem. Wenn man das nicht schnell genug bearbeitet, weil da geht uns Kapital flöten. Und zwar massig. Da ist der Bulle. Paula, du müsstest auch noch einmal abgemolken werden. Was geht gerade mit den Kühen so unglaublich schnell? Kennt man gar nicht mehr, dass es so unglaublich schnell geht. Ja, stimmt, weil wir es immer mit dem Eimer gemacht. Ne, doch. Nein, wir hatten das auch in der letzten Staffel mit der Maschine gemacht. Da habe ich Wert drauf gelegt, dass ich die schnell kriege. Ja, stimmt. Alleine das war schon davor, glaube ich. Ja, um den Gewinn auch zu steigern. Mhm. Aber trotzdem, mit, es geht schnell mit den Kühen. Ich habe jetzt schon wieder das Ding voll. Und du hast noch nicht mal angefangen, weißt du? Das ist wieder ein Schrank Käse. Problem ist, wir haben noch gar nicht so viel Blauschimmel. Das ist das Problem.
Deswegen werde ich jetzt auch nur 4-mal Käse machen. Was ich jetzt noch sagen wollte, wie auch immer. Ja. Wollen wir es so machen, dass wir die Schränke dann aufteilen? Also, dass zum Beispiel oben Muku ja, und unten Ziegen ist? Ja, können wir gerne so machen. Damit wir ein bisschen Überblick haben, ne? Ja. Ist eine gute Idee, machen wir so. Weil sonst muss man immer gucken, so, was ist das und. Ja, gut, und wir erkennen es halt schon an der Farbe, ne? Also ich weiß es tatsächlich nicht, ob es. Ah, stimmt, doch. Muku war komplett. So schwarz, ne? Ja. Kuh-Rassismus hier. So, Eier haben wir wieder Mangelware. Damit wir hier nicht durcheinander kommen, stelle ich die Milch an die Seite. Das heißt, Blauschimmel holen, Eisen holen. Vom nächsten Verkauf. Das wird der Plan sein. Ich werde gleich noch schauen, dass ich Sarah unterstützen kann mit ihren Ziegen und so. Hier im Gewächshaus ist alles gut. Im Gewächshaus ist alles gut, okay. Ja. So. Die beiden sind leer. Ziege. Okay. Zack. So, haben wir jetzt auch wieder melken. Yep. Nice. Ja, also hinter der Kacke müssen wir echt her sein. Leider, es ist halt so. Was wollen wir da machen, ne? Bam, das. Ja. Es wird so rentabel wieder sein. Es wird wieder so rentabel sein. Es wird wieder richtig dicke Verkäufe geben, ich sehe es schon. Frage ist halt nur, wann. Weil der Käse, der braucht jetzt auch mit dem Reifen. Der ist auch bei 40. 40. Ja, gut. So, wie schaut's mit den Bienen aus? Auch da geht das echt voran. Gut, dann checke ich mal ihr einmal kurz das Gewächshaus. Mhm. Gewächshaus. Wo hast denn du gepflanzt? Hier, okay. 4-mal. Oh! 6-mal Weintrauben und. Weintrauben sehe ich 2, 4, 6 und Wassermelone. Oh, Melone. Ja, aber da habe ich jetzt nur 2 gemacht, um zu testen, wie schnell es geht. Okay. Ja, was haben wir noch an Dünger? Die sind so, dann schaue ich mal. Soll die nochmal eben auffüllen? Zack. Okay, aber im Gefäß ist jetzt immer noch was drin von dem Dünger. Mhm. Das hattest du so rum reingestellt, warum auch immer, wahrscheinlich besser zum Erkennen. Ja, was angefangen ist und was nicht. Ja, habe ich mir fast gedacht. Oh. Deswegen habe ich es auch auf die andere Seite gestellt. Hallo. Okay, die haben sich gerade nochmal selber bewässert. Schön, nö, alles aufgefüllt. Aktuell, perfekt. Das sieht sehr gut aus. Ich habe keinen Bock, dass hier dein Projekt kaputt geht. Das wäre ein bisschen schade drum. Mhm. Fuck. Hatte ich schon. Aber nach wie vor, ich finde dieses Konzept mit dem Bäume stehen lassen top. Es sieht einfach klasse aus. Ja. Ah, hallo Muku. Muku. Die guckt dir gerade zu. Ja. Oh. 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 Ja, ja, geht das Herz wieder. Wir haben so viele Babyziegen. Oh, freue mich jetzt schon wieder hier. Ja, ist halt auch. Ich glaube, es nimmt langsam ein bisschen Überhand. Transporter dann holen oder was? Alter, was ist hier aber los? Aber irgendwie. Finde ich, also wenn die heranwachsen, ich finde keine neuen erwachsenen Ziegen, also die jetzt ohne Namen sind. Das sind gefühlt alles Männchen, die wir bekommen. Das ist problematisch. Ja, in letzter Weil Zeit ich habe jetzt noch viele... keine Ziege gesehen, die jetzt ohne Namen ist, wo ich so denke, so, also mehrere Ziegen ohne Namen. Keine Ahnung. Hier ist nur ein Männchen. Das läuft jetzt hier bei mir. Nova. Mhm. Fritz. Nicke. Ja.
Ja, vielleicht sind jetzt auch wieder Weibchen mit dabei. Man weiß es halt nicht, ne? Ja, wir haben so viele Kids. Ja, da werden noch ein, zwei mit dabei sein. Ja, vielleicht sollte ich gucken nach einem kleinen Viehtransporter. Ich weiß jetzt nicht, was die kosten. So, ich lass jetzt kurz die Milch erstmal da stehen und guck nach meinem Gewächshaus. Weil die Wassermelonen gehen anscheinend sehr, sehr schnell. Mhm. Ja. Sarah komplett am Experimentieren. Hinterher die sind jetzt schon bei 71. Wisst ihr, die Loser schreiben eine Bachelorarbeit über Rainbow Six Siege. Sarah schreibt bald. Ja, ja. Und Sarah schreibt dann bald eine Bachelorarbeit einfach über das Gärtnern in Rensselaer. Easy. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Die Frau studiert zwar nicht, aber. Nö. Egal. Bachelorarbeit. Mhm. Weil sie es kann einfach. Ja? So. Hast du schon Anfang vom Grünen gesehen? Bei Wassermelonen? Ja. Ja, ja. Ist nur. Ah. Oh. Da sind Melonen. Oh mein Gott. Tut mir leid. Ich hab mich gerade gefreut darüber. Anime-Spruch war seine erste Freundin. Was? Oh mein Gott, da sind Melonen. Okay, aber es geht dann wirklich schnell. Oh, das sind so kleine mini-süße Melonen. Ja, die sind noch nicht fertig. Das sind ganz kleine A-Körbchen. Was? Hä? Nee. So sieht kein A aus. Doch, doch. Ja, gut, dann lass es B sein. Ja. Mit ganz viel Fantasie. Ja. Also unterhalten wir uns jetzt fachmännisch über die Melonengröße, okay. In ja, aber Ordnung. Vielleicht werden sie ja noch größer. Vielleicht werden sie dann so Doppel-D oder so. Ja, gut, ne? Hoffentlich bringen die ordentlich was auf den Markt. Ja, stell dir mal vor, die bringen nur so viel wie die Erdbeeren. Ja, die Erdbeeren, das war ein bisschen mager, ne? Aber gut, Erdbeeren kosten im Real Life auch nicht wirklich viel. Was erwartest du jetzt? Ja. Oh, nee. Mir ist es gerade so ein bisschen. Jetzt. Käse zu machen, weiß ich nicht. Ich glaube, dann vergesse ich eher die Melonen und dann sind sie weg. Bleibt noch bei denen. Dauert ja nicht lange. Wächter auf die Melone. Ja. So ein Ding ist das. Ich bewache auch meine Melonen, was? Sag mal, jetzt geht's wieder los, ey. Es geht schon wieder los. Hey, warum? Im Supermarkt muss man sich um Wassermelonen manchmal auch streiten. Aber nur in schlecht sortierten Märkten, ey. Oh. Aber ganz schlechten. Ja. Weil, ganz ehrlich, Melonen sollte man als Vorrat da haben. Ja. Als Vorrat? Ja. Finde ich schon. Ja. Nee, aber manche sind halt einfach nicht so schön. Es wird einfach nicht besser. Nein. Wir reden über Melonen, ja. Mhm. So. Dann schauen wir gleich mal, was an Käse fertig ist. Ja. Ich bin mal gespannt, ob die Melonen jetzt auch noch wachsen oder nicht. Aber ich glaube schon. Hm. Wir haben gar keinen Platz gerade für neuen Käse. Doch, 6 kann ich fertig machen, aber das war's dann auch schon. Mhm. 1, 2, 3. So, vier, die Melonen fünf, sind sechs. Jetzt gleich fertig. 1, 2, 3. Sind fertig. Vier, oh mein Gott. 6 anwesend. Das ist größer als Doppel-D. Bin gleich da. Ich hiete gerade deinen Ziegenkäse einmal durch. 18 Liter, der ist leer. Okay, alter Schwede, wird das jetzt eine dicke Produktion. Du musst schnell kommen. Ach, ja, der, dann hau ich den gleich weg und schau jetzt einmal nach. Damit wir das auf Band haben, Freunde. Mhm. Das ist größer als Doppel-D. Ah. Ja, saftige Melonen, Ladies and Gentlemen, saftige Melonen. Oh, ja, ja. Gut. Arbeit, Ares, ey, Arbeit. Guck mal, die ist in der Hand. Ist dabei. Ja, ja. Stimmt so in etwa von den Proportionen, ne? Genau so ist das. Ja, Melonen. Nein, man kann die nicht da reinlegen, in die Kiste. Das hätte mich jetzt auch vielleicht ein bisschen gewundert, also.
Okay. Mein Auto, hallo? Steht an der Tanke. Steht natürlich im Arsch der Welt. An der Tanke. Ja, ist doch okay. Ich lauf doch schon. So, zack. Zweite Melönchen. Problem ist, wir haben einfach noch eiskalt nichts an Käse fertig. Und dementsprechend auch noch kein Platz in den Schrank. Alle Schränke sind voll. Ja. Wie viel Geld haben wir denn? Oh, wow. Nichts. Okay. Ich verkaufe mal die Melonen, ne? Mal gucken, was es da einbringt. Ja, stimmt. Würde mich auch interessieren. Die zwei Melonen, die ich jetzt habe. Tschüss. Sie verkauft die Melonen, ne? Unglaublich. Ich verkaufe meine Melonen, was? Ist ja nicht mal gelungen, es sind halt tatsächlich deine. Ja, also. Ja. So, hab ich eingepflanzt. Hättet ihr jetzt mal die Güte, ein bisschen abzuschitten? Ja, ist doch gut. Die haben so gar keinen Bock, gerade abzuschitten. Oh. Jetzt wow. Kommt. Das ist gar nichts. Jetzt kommt's. Okay. Ja. Das ist halt gar nichts. Das ist ein bisschen beschiss, muss ich sagen. Wenn ich überlege, was der Dünger kostet. Allein der Dünger ist schon mal... Oh, ey, Alter. Ja, ich glaube, dann Weintrauben sind die am besten funktionieren. Ja, wir haben noch nicht alles ausprobiert, ne? Ja, also bis jetzt. Also von Erdbeeren und Wassermelonen. Ja, ich glaube, dann werde ich jetzt auch die Wassermelonen wieder rausnehmen. Von dem Weintrauben haben wir leider keine mehr, keinen Saatgut. Ja gut, wir haben jetzt aber weg. Auch noch kein Geld, dass wir jetzt sagen, jo. Das ist ein bisschen doof. Ja, $14, das ist, damit das ist kriegen wir nicht mal den Kredit abbezahlt für heute. Das ist mies Belasto. So. Also ich meine, ich habe jetzt schon $600 in Form von Honig hier, aber ja. Ist auch nicht so viel, ne? Ja gut. Denk dran, dass du um 16 Uhr ziehen magst. Ja. Danke. Ich habe mir gerade nochmal Dünger nachgefüllt. Ja. Ich habe die leere Kanne bereitgestellt für dich. Dass du da gleich direkt losjieten kannst. Perfekt. Aber machen die Kühe denn Kacke? Ich habe das nicht auf dem Zettel. Wollt ihr nicht mal genüsslich abwursten? Was ist los mit euch? Mö? Aber eiskalt, ich habe den Rasen recht gut erwischt. Ja, doch. Mö? Ehrlich, hier ist jetzt nicht so viel... Nö. Ist gar kein... Wahrscheinlich so wie die Ziegen dann irgendwie um 18 Uhr oder so. Oder wann es immer ist. Oh, ich bin gespannt. Habe ich hier schon eine Kanne bereit? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hier stehen doch die. Ja, ich hatte aber hier auch meine leere. Nee, die ist gar nicht leer. Lol. Es ist immer noch kein Käse fertig. Lol. Also klar, in der einen Box haben wir welchen. Den würde ich wahrscheinlich auch noch mit verkaufen. Ja, ich weiß auch nicht. Okay. Mache ich mich mal gerade bereit fürs Melken. Ja, man muss den Kühen ja auch was vorsingen und so. Liebevoll. Ja. Sarah freut sich auch schon aufs Melken.
Ja. Und stell dir mal vor, das hättest du jetzt alles von Hand machen müssen. Alter, boah. Hier glaube ich gekotzt. Ja. Aber ganz gewaltig. Ich sag's dir, die Kuhscheiße, die bringt richtig was. Großer Arsch, großer Haufen, weißt? Ja. Das ist grow. Gut erkennbar an den Schlepphoden. Das geht schon wieder los, ey. Hallo. Ja. Mö. So, wer will die Erste sein? Muku ist schwanger. Lol. Okay, das ging jetzt schnell. Hatten ja genug Zeit, sich kennenzulernen unterwegs, ne? Ja. So. Wir haben zwei Männchen. Okay. Ja. Okay, du mir gefallen. Wagen. Ja. Entladen. Ich merke die jetzt aber erstmal noch zu Ende. Ja, ja, mach ich. Sonst komme ich hier durcheinander. Dann nehmen wir die gleich mit. Jetzt habe ich vergessen, die Milch mitzunehmen. Ich Turtle. Eine Turtle. Nur warte, ich hatte ich schon. So, vielen Dank, ihr Lieben, für die Milch. Okay, der ist bald fertig. Der auch. Ja, ob wir den heute noch verkauft kriegen, ne? Das ist jetzt die Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Andererseits, wir brauchen die Knatze. Wir haben nämlich keine mehr. Wir liegen bei $15. Das ist ein bisschen... ja. Wenig. Bisschen. So. Wo sind denn die Männchen? Lilly? Wir haben, glaube ich, drei. Wie, wir haben drei? Mhm. Nova, ich guck grad. Susi. Eins... Ja, drei. Hier ja. Hinten hinter der also hinter den. Hier also sind zwei. Und hier hinten ist noch einer. Ja, hier ist auch einer, oder nicht? Hallo? Warte. Komm mal her jetzt. Bleib doch mal jetzt hier. Ich bleibe hier. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Du bist auf jeden Fall einer. Und ja, Sarah ich hab hier hat auch einen. Ja. Mhm. Und hinten ist noch einer. Okay. Ziege Nummer Uno. Uff. Okay. Ja, wenn nicht, fahre ich auch gleich nochmal los. Alles gut. Ich hab jetzt 35. 12. Nova hatte ich, Tritzi hab ich, Lilly hatte ich. Olga fehlt noch. System gedribbelt, Bitch! Olga, komm her. So, der ist leer. Ich lass den mal offen, weil der leer ist. Die brauchen noch, ne? Ja. Die brauchen noch. Oh, scheiße, wir müssen uns ranhalten. Müssen uns gerade richtig ranhalten. So. Reservekiste. Los, 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 los. 1, 2, 3. Oh, oh, oh. Eins, zwei, drei, vier.
Die beiden offenen Schränke leer. Mhm. Gut, siehst du ja sein, wenn du da bist. Ja, ich lade jetzt erstmal noch die Ziege auf bei mir, die jetzt noch weg muss. Ja, fährst du jetzt auch los, oder wie? Ja. Okay. Ich muss mich jetzt auch aufmachen, weil... Warte, wo fährst du hin? Ich muss auch gleich zum Laden. Die Ziege. Ach so. Ich habe zwei Ziegen dabei, aber ich habe auch Käse und Honig dabei, den ich ganz gerne und die Leute bringen möchte. Also geht mal zum Laden, um die Ziege zu verkaufen. Ja. Okay. Ich hab ein bisschen Schiss, dass der Laden dann zuhört. Deswegen mache ich gerade ein bisschen Knallgas. Weil Baumarkt können wir als letztes anfahren. Das ist das Ding. Den Baumarkt können wir als letztes anfahren. Ganz auf entspannt. So. Schnell so, den Verkauf. Oh, sehr gut. Bam. So ein Ding ist das nämlich. Nein. Rein. Hä? Was macht die Ziege denn jetzt hier? Da ist die Ziege in den Burgerladen gerannt. Hat die Hunger? Was soll denn das? Komm hierher. Komm hierher jetzt. Rein da. Oh, fuck, ey. So, zack. Eins. Hast du die Ziege verkauft? Nee, noch nicht. Ich bin jetzt unterwegs. Okay, dann treffen wir uns da wahrscheinlich gleich. So, ab zum Laden. Mhm, 19 Uhr. 20 Uhr macht's zu, ne? 20 Uhr oder 21 Uhr, deswegen... Wir sind gut in der Zeit. Oh, Gott sei Dank. Und dann kriegen wir gleich noch Eisen. Eisen! Weil Baumarkt hat ja immer offen. 24/7, das ist echt gut. Der Laden war einfach nur 21 Uhr. Ja. Okay. 21 Uhr. Dran denken, nicht, wenn du irgendwas auf dem Wagen hast, nicht auf alles verkaufen klicken. Ne? Du klickst auf verkaufen und klickst dann auf die Ziege. Nee, ich hab nur die Ziege drauf. Okay. So, kaufen. Wir brauchen dringend, Schimmel und Schimmel. So, hab die Ziege. Kaufen. Kasse. Bam. So, ich hab schnell noch den Schimmel organisiert. Verkaufen. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7. Ah, okay, du musst erst 8. weg. Nur die Ziege! Ja, Ziege männlich. Ja. Ja, ist weg. So, perfekt. Hat geklappt. So, jetzt ist hier 12 mal Blauschimmel für die Kuh drin. Ab zum Baumarkt. Und dann können wir nämlich die Schränke fertig machen. Dass wir hier eine Grundordnung reinkriegen. Beim nächsten Mal holen wir dann auch wieder Weißschimmel und so weiter und so fort. Aber ich hatte jetzt nämlich 4000 Flocken rumliegen. Und du hast noch Weißschimmel. Ich habe ja gar keinen Schimmel mehr da. Und nach Kacke haben wir jetzt auch nicht geguckt. Ja, also nee, super. Ich fahre jetzt aber wieder hoch. Also es müsste noch da sein. Gut. Was wird jetzt noch passieren außerhalb der Aufnahme? Weil es wird nämlich jetzt spannungsmäßig dunkel. Ich hole jetzt noch schnell das Metall. Das können wir dann in die Schränke einsetzen. Holz war drin, ne? Das war fertig. Ja. Ja, und dann wird einfach nur noch der Käse produziert. Also mehr wird dann halt auch nicht mehr gemacht. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung, da lassen wir ein Träumchen. Checkt unbedingt die Videobeschreibung ab. Partner Instant Gaming, Triebwerk und natürlich der Merch sind dort verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Schlübe und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.